Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Dresden steht am Abend ganz im Zeichen des Demonstrationsverbots. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in der Innenstadt im Einsatz, auch um spontane Versammlungen zu verhindern. Die islamkritische Pegida-Bewegung kündigte heute an, sie wolle trotz Terrorgefahr in einer Woche wieder in Dresden auf die Straße gehen. Man lasse sich nicht mundtot machen. Anlass für das Versammlungsverbot war eine Morddrohung gegen den Pegida-Gründer Bachmann. Auf dem Theaterplatz in Dresden blieb es auch am Abend ruhig. Trotzdem war die Polizei mit mehreren hundert Beamten im Einsatz. Ziel ist es, mögliche Personen, die dennoch sich versammeln wollen, entweder aus Unkenntnis oder weil sie mit der Allgemeinverfügung nicht einverstanden sind, früh anzusprechen, aufzuklären und letztlich dann von dem Ort zu verweisen. Pressekonferenz der Pegida-Organisatoren am Vormittag. Sie erklären, dass sie für den nächsten Montag wieder einen sogenannten Abendspaziergang durch Dresden planen. Momentan wird ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, sowohl von den Behörden als auch unsererseits von unseren Sicherheitsberatern. Zum aktuellen Stand kann ich aus taktischen Gründen natürlich nichts sagen. Das Demonstrationsverbot beschäftigte am Nachmittag auch den Innenausschuss des Landtages. Im Anschluss verteidigte der sächsische Ministerpräsident die Entscheidung und betonte, dass es sich um einen Einzelfall handle. Es galt abzuwägen zwischen dem grundgesetzlich verbrieften Demonstrationsrecht auf der einen und Sicherheitserwägungen auf der anderen Seite. Der Schutz von Leib und Leben von Demonstrationsteilnehmern überwog. In vielen anderen Städten, wie hier in München, demonstrierten am Abend Pegida-Anhänger. In der bayerischen Landeshauptstadt unterstützten 800 Sympathisanten laut Polizei das islamkritische Bündnis. In München meldeten sich aber auch die Gegendemonstranten fantasievoll und lautstark zu Wort. 11.000 wollten zeigen, München ist bunt. In Leipzig ziehen zur Stunde laut Polizei etwa 5.000 Menschen über den Innenstadtring. Auch sie protestieren gegen Fremdenfeindlichkeit. Das Versammlungsverbot für Dresden hat in Berlin eine Diskussion angestoßen, inwieweit Grundrechte wegen Terrordrohungen beschnitten werden dürfen. Einig waren sich alle Parteien, dass die Demonstrationsfreiheit geschützt werden müsse und die Maßnahme eine absolute Ausnahme bleiben sollte. Kanzlerin Merkel stellte auch die Hilfe des Bundes in Aussicht, um Kundgebungen verstärkt abzusichern. Kritische Töne gegen die sächsische Entscheidung kamen vor allem von der Linkspartei. Die Kanzlerin kritisierte zwar nicht die Entscheidung der Dresdner Behörden, doch während des Besuchs des Präsidenten von Ghana setzte sie sich in klaren Worten für das Demonstrationsrecht ein, das für alle gelte. Ich habe als Bundeskanzlerin unbeschadet, ob mir die Inhalte gefallen, ein unmittelbares Interesse daran, dass in jedem Ort in Deutschland demonstriert werden kann, weil es sich um ein Grundrecht handelt. Dass wegen einer Terrordrohung eine Kundgebung verboten werden musste, das führt bei der SPD zu Unbehagen. Ich kann mich daher bei allem Verständnis natürlich nicht darüber freuen, denn es ist eine Niederlage für die Demokratie, dass wir zu einer solchen Entscheidung finden müssen. Auch bei den Oppositionsparteien heißt es, das Verbot müsse ein Einzelfall bleiben. Das Demonstrationsrecht gilt für alle. Das gilt auch für diejenigen, die wie Pegida zu 100% was vertreten, was ich nicht teile. Auch die haben ein Recht zu demonstrieren. Ja, in der Tat besteht die Gefahr, dass Pegida daraus noch einen großen PR-Erfolg für sich macht und sich als Opfer hinstellt. Aber Pegida ist nicht das Opfer, sondern Pegida sind diejenigen, die jeden Montag in Dresden auch Angst und Schrecken verbreiten. Niemand hier in Berlin kritisiert offen die Verbotsentscheidung. Doch im Kreise der Länderinnenminister gibt es schon Zweifel, ob es richtig war, auch die Gegendemonstration zu verbieten. Die Sicherheitsbehörden stehen jetzt vor der Aufgabe, wie sie in Zukunft Demonstrationen von Pegida oder anderen ermöglichen können, auch wenn es Drohungen oder Warnungen gibt. Die Pegida-Bewegung hat nicht nur Anhänger in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Auf tagesschau.de finden Sie Hintergründe dazu.
In Brüssel haben die EU-Außenminister über neue Strategien zur Abwehr von islamistischem Terror beraten. Um Anschläge in Europa zu verhindern, sollen Geheimdienste ihre Informationen nicht nur innerhalb der EU austauschen, sondern künftig auch stärker mit islamischen Ländern zusammenarbeiten, so die EU-Außenbeauftragte Mogherini. Zudem sollten Fähigkeiten ausgebaut werden, die arabische Sprache und Kultur besser zu verstehen. Wie eine Trutzburg wirkt das Brüsseler Europaviertel manchmal, aber so hat es noch nie ausgesehen. Solange die zweithöchste Warnstufe gilt, patrouillieren belgische Soldaten vor allen wichtigen Gebäuden, wohl ahnend, dass im Ernstfall ihr Schutz begrenzt ist. Um zu erörtern, wie der Terror an den Wurzeln bekämpft werden könnte, hatten die Außenminister den Generalsekretär der Arabischen Liga eingeladen und Nabil al-Arabi äußerte sich auch konstruktiv. Alle leiden unter Terror, der kennt keine Grenzen, also muss man zusammenarbeiten. Das freilich ist leichter gesagt als getan. Europas Außenminister reden nicht gern darüber, aber alle wissen, dass die Terrororganisationen von Al-Qaida bis zum Islamischen Staat auch aus befreundeten arabischen Ländern unterstützt worden sind. Hier ist ein Ansatzpunkt für engere Zusammenarbeit und in Europa hält man die auch für möglich. In welcher Geschwindigkeit sich ISIS in Syrien und später auch im Irak verbreitet hat, glaube ich, hat auch bei denjenigen, die vielleicht eine Zeit lang sympathisiert haben, doch eher Erschrecken ausgelöst. Die Arabische Liga sagte heute engere Zusammenarbeit zu. Hinter vorgehaltener Hand wünschte die sich freilich mancher noch eher von der Türkei. Über sie reisen nicht nur Kämpfer für den Islamischen Staat aus und ein. Sie ermöglicht ihm auch Einnahmen aus Ölverkäufen und offenbar auch den Nachschub an Waffen. Bei einem NATO-Partner wird so etwas aufmerksam registriert. Mehrere hunderttausend Menschen haben in der russischen Kaukasusrepublik Tschetschenien gegen die Mohammed-Karikatur in der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo protestiert. Die Zeichnung auf der Titelseite der jüngsten Ausgabe sei vulgär und unmoralisch, erklärte Präsident Kadyrov vor der großen Moschee in Grozny. Im Islam ist die bildliche Darstellung des Propheten Mohammed verboten. In Tschetschenien leben knapp 1,3 Millionen Menschen, die meisten von ihnen sind Muslime. Bei schweren Kämpfen in der Ostukraine sollen seit gestern mehr als 20 Menschen getötet worden sein. Die Behörden in Donetsk sprachen von den heftigsten Gefechten seit Wochen. Die Armee hatte eine Offensive gestartet, um den Flughafen von Donetsk wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Ob dies gelungen ist oder die Separatisten die Oberhand haben, ist unklar. Ein Gerippe, das ist alles, was vom Flughafen in Donetsk übrig geblieben ist. Bilder einer Drohne des russischen Fernsehens. Der Flughafen ist zwar weitgehend zerstört, doch er gilt beiden Seiten als Symbol. Gestern noch behauptete die ukrainische Regierung, sie habe die Kontrolle. Heute widersprechen pro-russische Separatisten. Mit Sicherheit kann man sagen, dass alle Versuche der ukrainischen Truppen, den Flughafen von Donetsk zurückzuerobern, gescheitert sind. Präsident Poroschenko machte daraufhin heute die Separatisten für die erneute Eskalation verantwortlich. In den letzten Tagen hat die Intensität der Angriffe auf den Flughafen von Seiten der Terroristen zugenommen und damit die Verletzung der Feuerpause. Beim Außenministertreffen in Brüssel forderte Steinmeier die Konfliktparteien auf, das Waffenstillstandsabkommen von Minsk umzusetzen. Es gäbe aber nicht genügend Kontrollmöglichkeiten. Wir brauchten eigentlich Beobachtergruppierungen, Monitoringgruppen, die vor Ort uns sagen könnten, wie sich die militärische Lage tatsächlich darstellt und entwickelt, ob es Zufluss von ausländischen Kämpfern oder Waffen geben wird. Wir haben insofern keine eigenen Überprüfungsmöglichkeiten zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Sicher ist nur, die neu entflammten Kämpfe rund um den Flughafen zeigen einmal mehr das Scheitern der Waffenruhe von Minsk. Außerdem wächst die Angst in der Region vor einer weiteren Eskalation.
Die Tarifverhandlungen zwischen der Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft UFO sind gescheitert. Beide Seiten einigten sich darauf, einen Schlichter anzurufen. Laut Lufthansa habe man damit mögliche Streiks vorerst abwenden können. Unternehmen und Gewerkschaft verhandeln seit April vergangenen Jahres über die Alters- und Übergangsversorgung von etwa 19.000 Flugbegleitern. UFO fordert zudem 8% mehr Lohn für die kommenden 2 Jahre. Nach längerer Pause haben sich die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft GDL wieder zu Verhandlungen getroffen. Mitte Dezember hatten sich beide Seiten auf eine Einmalzahlung von 510 Euro rückwirkend für das zweite Halbjahr 2014 geeinigt. Nun geht es auch um Arbeitszeiten und Überstunden. Die Bahn verhandelt in getrennten Gesprächen mit den Gewerkschaften GDL und EVG. Beide Organisationen streiten um die Zuständigkeit für das Zugpersonal. Millionen Menschen sterben laut Weltgesundheitsorganisation jedes Jahr verhältnismäßig jung an den Folgen von Rauchen, Alkoholkonsum oder falscher Ernährung. In ihrem neuen Bericht warnt die WHO vor einer Epidemie sogenannter Lifestyle-Krankheiten, die eine weitaus größere Bedrohung darstellten als alle anderen bekannten Epidemien. Viele Todesfälle seien Experten zufolge vermeidbar, wenn besser aufgeklärt und vorgebeugt würde. Zu viel Nikotin, Alkohol, fettiges und salziges Essen, zu wenig Bewegung. Einige der Gründe, warum Zivilisationskrankheiten weltweit auf dem Vormarsch sind. Erschreckend ist aus Sicht der WHO vor allem, dass es immer mehr Kinder trifft, gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern. Wir sehen, dass immer mehr Kinder unter Übergewicht und Fettleibigkeit leiden. Diese Risikofaktoren schlagen nun auch in der jüngeren Generation durch. Wir stehen also vor einer Katastrophe, die sich bald voll entfalten könnte. Die Zahl der Menschen, die etwa an Krebs, Schlaganfällen oder Diabetes sterben, geht steil nach oben. Laut WHO-Prognose sterben im Jahr 2030 bereits 52 Millionen Menschen an solchen nicht übertragbaren Krankheiten. Fast die Hälfte der Fälle, also 21 Millionen, wären vermeidbar, wenn die Regierungen endlich durchgreifen würden. Etwa mit Aufklärungskampagnen für gesündere Ernährung, gegen Tabak- und Alkoholmissbrauch und mit mehr Sportangeboten. Das gilt nicht zuletzt für Deutschland, das gerade einmal durchschnittlich abschneidet. In Deutschland könnte einiges verbessert werden. Und es gibt dafür mehr Mittel als in den meisten anderen Ländern. Viele Todesfälle vor dem 70. Lebensjahr könnten so vermieden werden. Mehr Bewegung, gesündere Ernährung, einfache Rezepte gegen Millionen unnötiger Todesfälle weltweit. Die Ebola-Epidemie in Mali ist offiziell für beendet erklärt worden. Die Weltgesundheitsorganisation bestätigte, dass es in dem westafrikanischen Land seit 42 Tagen keine neuen Infektionsfälle mehr gegeben habe. Insgesamt starben in Mali 6 Menschen an Ebola. Mehr als 8.400 waren es bislang in den Nachbarländern Guinea, Sierra Leone und Liberia. Laut WHO geht auch in diesen Ländern die Zahl der Neuinfektionen zurück. In Saarbrücken wird zur Stunde das Max-Ophüls-Filmfestival eröffnet. Es gilt als wichtigstes Forum für neue Talente des deutschsprachigen Films. Der Regisseur und Produzent Hans W. Geißendörfer erhält am Abend den Ehrenpreis des Festivals für seine Verdienste um die Förderung des Filmnachwuchses. Die US-Amerikanerin Lindsay Vonn ist zur erfolgreichsten Skirennfahrerin der Geschichte aufgestiegen. Nach ihrem Sieg beim Super-G in Cortina d'Ampezzo führt sie jetzt mit 63 Weltcup-Titeln die ewige Bestenliste an. Es ist ein historischer Tag für den Skisport. Lindsay Vonn, die alleinige Weltcup-Rekordsiegerin. Ein Stück Skigeschichte, das sie heute in Cortina d'Ampezzo geschrieben hat. Der 63. Weltcup-Erfolg der Amerikanerin war einer aus der Rubrik beeindruckend. Denn Vonn gewann mit über 0,8 Sekunden Vorsprung auf die Österreicherin Anna Fenninger. Dritte wurde Tina Weirater aus Liechtenstein. Aus deutscher Sicht verlief der Super-G zum Vergessen. 2 Wochen vor der WM in Wales schied Viktoria Rebensburg nach guten Zwischenzeiten aus. Die Top-Favoritin auf WM-Gold in Abfahrt und Super-G heißt nun Lindsay Vonn. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 20. Januar. Ein Tief über der Nordsee und ein zweites über dem Mittelmeer bringen uns viele Wolken, die auch Regen oder Schnee im Gepäck haben.
Heute Nacht ist es vielerorts wolkenverhangen, vor allem vom Südwesten bis in die Mitte sowie in Küstennähe und später auch im Osten fällt gebietsweise Schnee. In den Niederungen kann auch Regen dabei sein. Morgen in der Osthälfte und im Süden hier und da Schnee, im Flachland zum Teil Regen, an der Nordsee einzelne Schneeregen oder Graupelschauer. Besonders vom Westen bis in die Mitte sowie an den Alpen zeigt sich auch mal die Sonne und es bleibt meist trocken. Der Wind weht oft nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Heute Nacht verbreitet leichter Frost an der Nordsee und am Oberrhein 1 Grad über Null. Dort morgen bis 4 Grad, sonst 3 bis 0, in einigen Hochlagen minus 1 Grad. Am Mittwoch teils stark bewölkt oder neblig, trüb, teils sonnig, nur vereinzelt schneit oder nieselt es ein wenig. In den folgenden Tagen gibt's mehr Wolken als Sonne, gelegentlich fällt auch etwas Schnee oder Regen. Thomas Roth meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Debatte um die Versammlungsfreiheit. Wie rechtmäßig ist das Demoverbot in Dresden? Und wir sind jung, wir sind stark. Spielfilm über Rostock-Lichtenhagen im Kino. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.